Freunde, Christian Schmeier, Vertriebler, Beziehungscoach, Psychologe und so weiter und so fort. Und solche Fragen, wie sie gleich kommen, kannst du über ein Formular auf liebeschipp.de anstoßen. Und heute, ja, haben wir mal wieder, was glaube ich viele haben, so eine Zweitbeziehung, wo es irgendwie noch Kinder gibt. Man fragt sich, ist diese neue Person eigentlich schon so richtig frei oder geht es da noch zu viel darum, so die Ehe abzuwickeln, die letzte Ehe? Und ja, hören wir mal rein. Von Rucknola, und sie schreibt: Lieber Christian, deine Videos und Bücher sind mir ein großer Augenöffner. Vielen Dank für all deine großartige Arbeit. Bitte mach weiter so. Ich habe einige deiner Kurse gebucht, war auf deiner Lesung und werde auch auf einem deiner Praxistage sein. Ich möchte nur noch gerne mal, also Lesung gibt es auch noch in Wien. Ja, wir bereiten aber gerade auch eine neue Tour vor. Ich möchte auch nun gerne noch mal eine Meinung von dir auf meine gegenwärtige Situation. Ich bin Anfang 50 und stehe nach 20 Jahren Ehe kurz vor der Scheidung. Mein Mann hatte eine Affäre, die ihn dazu bewog, quasi über Nacht die Ehe zu beenden. Eine sehr schwere Zeit damals für mich. Ich habe während des Trennungsjahres mit einem Coach gearbeitet, der mir sehr geholfen hat, wieder auf meinen alten Status zurückzukommen. Heute bin ich wieder klar im Kopf und bereit für einen Neuanfang. Mein Kind ist erwachsen, die häuslichen Gegebenheiten geklärt. Ich verorte mich beziehungstechnisch im hohen Pluspolbereich. Das sollte man ja unbedingt ein bisschen abbauen. Verlustängstler. Jetzt gucke auch mal in meinen Verlustangstkurs rein. Da gibt es ja noch neu zum Frühbucherpreis. Kommt 15.04. raus. Bin aber dabei, diese Gefühle, immer wenn sie denn erscheinen, zu analysieren, mein inneres Kind zu trösten und in den Erwachsenenmodus zu kommen. Das gelingt jedoch viel zu selten, aber ich arbeite weiterhin daran. Ich habe nunmehr ein bisschen mehr als ein Jahr Trennung einen Mann kennengelernt über Dating-App. Wir sind uns schnell sympathisch geworden, haben uns kurz geschrieben und zügig persönlich kennengelernt und sehr viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Beim vierten Date kam es zum Kistensport, alles große Klasse. Bei aller Sympathie weiß ich jedoch, dass er leider, und das sagt er auch von sich selbst, Anführungsstrichen, keine gute Partie ist. Also wenn das schon jemand sagt, ist immer, warum sagt man sowas? Also meint ihr, jemand, der so richtig verknallt ist, der wird sowas sagen irgendwie? Never fucking ever. Er ist Mitte 50, in zweiter Ehe verheiratet, lebt allerdings schon seit einem Jahr von seiner Frau getrennt. So, ich versuche jetzt mal nicht zu viel Details hier vorzulesen, sondern das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also er hat ein erwachsenes Kind aus der ersten Ehe und seine jetzt zweite Frau. Ja, ist ein bisschen jünger als er und die hat auch Kinder mit reingebracht und zusammen haben sie auch Kinder gekriegt. Also da irgendwie insgesamt 2+2 Kinder, die Frau ging ihm fremd, er hat jedoch verziehen und sie sogar noch einige schöne Sachen für sie arrangiert. Die Ehe wurde laut seinen Aussagen immer toxischer, er schaffte es nicht, seine Frau in jeglicher Hinsicht zufriedenzustellen, war völlig überfordert mit seiner Arbeit, einem großen Haus mit Grundstück, diesen 2+2 Kindern und einer ebenfalls berufstätigen Frau. Streits wegen Kleinigkeiten häuften sich, sie kritisierte viel rum, es eskalierte endgültig und so weiter und so fort. Seine Frau hatte direkt im Anschluss schnell einen neuen. Mit dem sie bereits zusammen mit den Kindern mehrfach im Urlaub war. Oh ja, okay, das ging ja schnell. Mein Freund hoffte mehrere Monate, dass er und seine Frau wieder Einigkeit erzielen würden. Jedoch ist die Kommunikation weiterhin absolut toxisch. Ex-Frau macht ihn klein. Die 2+2 Kinder, also auch die der Frau, sind regelmäßig bei meinem Freund. Er kümmert sich aufopferungsvoll um sie, ist immer für sie da, wenn sie zum Kommen möchten, geht mit ihnen zu jeglichen außerschulischen Terminen, Hobbys. Die Kinder sind laut eigener Aussage lieber bei ihm als bei der Mama. Ja gut, das, naja, man das immer so sagen kann. Seine Frau nimmt sich mal wieder Tage frei. Mein Freund nimmt dann Urlaubstage, um die Kinder betreuen zu können. Das heißt, er macht sich also weiter krumm für seine Ex. Jetzt geht es natürlich um die gemeinsamen Kinder. Ich meine, das kann man natürlich auch irgendwie niemandem so richtig vorwerfen. Aber man kriegt ja so einen Vibe, dass er keine Grenzen setzt, versucht es ihr alles recht zu machen. Ja.
Ist aber auch ein bisschen pluspolig hier, der Gute, ne? Und das ist auch nicht immer gut, ne? Weil das ist eben auch nicht wirklich so in der Mitte. Da steht noch nicht alles am unbeschwerten Sehen unserer Beziehung im Weg. Ich nehme die Herausforderung an. Jedoch möchte ich ihn lieber viel öfter sehen. Er bittet mich um Toleranz und Geduld. Wenn wir Freunde und Bekannte zusammentreffen, stellt er mich stolz als seine neue Freundin vor, was natürlich auch eine Art Commitment darstellt. Schon, wie du das schon sagst, ne, so, heutzutage weiß man ja schon gar nicht mehr, was überhaupt noch irgendwie was zählt, aber okay. Kinder hat er auch schon mitgebracht. Diese Tage verliefen absolut harmonisch. Das alles stößt seine Ex-Frau natürlich auf. Ja, wieso natürlich? Sie fährt auch im Urlaub und hat auch einen Freund. Darf er das nicht, oder was? Und sie versucht mit allen Mitteln, unsere Treffen zu sabotieren. Kommt zu spät oder gar nicht nach Hause. Schreibt, die Kinder sind krank. Möchte ihn nur mehr für sich zurückzugewinnen. Was mir fast klar war, er wird wieder interessant für sie, da jetzt jemand Neues hat. Das ist einfach, das ist eigentlich ein fucking Irrsinn, ne? Ich meine, das ist, ich sag jetzt überhaupt nicht, dass es irgendwie unnormal ist. Ich glaube, das sind ganz viele Übergangssituationen mit Kindern, die so total schwierig sind und nervig. Und scheinbar hat ja, also dein neuer Partner wirkt dann fast ein bisschen sowas, wenn er Schuldgefühle hätte. Aber er hat sich ja, also sie ist ja fremdgegangen, ne? Und oder aber keine Ahnung. Das ist halt so, weiß ich nicht, wenn die Leute einfach eigentlich noch nicht so weit sind für eine, also natürlich kann man immer mal irgendjemand daten, aber für eine wirklich stabile Beziehung, wo jemand so richtig Platz hat, ist eigentlich nicht bereit für, ne, dein Freund, ne? Oder was heißt, also jetzt mental vielleicht will er es gerne, aber sein Leben ist nicht an dem Punkt, ne? Das ist immer schwierig, ne? Und also was wir hier sehen, ist natürlich jemand, der keine Grenzen setzt, ne? Also die macht ja, was sie will, die Ex-Frau, sie hat natürlich einen Freund, sie fährt immer in Urlaub und wenn er ein Leben haben will, ja, versucht sie es zu sabotieren. Und aber du kannst Menschen halt nicht ändern, ne? Ich meine, und da müsste er halt Grenzen setzen und das ist einfach super. Was kommt erstmal Hundi an hier? Na, er ist frisch. Hm? Ja, feiner Hund. Das ist immer alles super nervig, wenn ja, einer sich so, weiß ich nicht, wenn du jemand Neues hat und er kann keine Grenzen gegenüber seiner Ex festsetzen, so, das macht einfach, ich finde, das macht überhaupt keinen Spaß. Oder kann man höchstens irgendeine, weiß ich nicht, Bettgeschichte machen oder Freundschaft plus, ich weiß nicht, das ist einfach, ich meine, das ist jetzt überhaupt nicht, das ist jetzt auch nicht toxisch für dich in diesem Sinne, sondern das ist super häufig, glaube ich, dass du auf Menschen triffst, die einfach ihr Leben noch nicht aufgeräumt haben und da kommst du da rein und da ist eigentlich kein Platz, ne? Und wie gesagt, das sind immer so super nervige Gespräche, das anzusprechen, das macht bestimmt keinen Spaß und dann kriegst du noch Ärger, weil er das Gefühl hat, er müsste sich zwischen dir und den Kindern entscheiden und auch, dass er ihre Kinder so, ist ja aller Ehren wert, ne? Ist ja auch wirklich nichts gegen einzuwenden, dass er ihre Kinder mit betreut. Es wirkt nur irgendwie so, als wenn das alles totale Schieflage hat, so, ne? Also er macht ganz viel und sie sabotiert, ne? Wissen wir ja, woher sowas kommt, wohin das führt. Und vielleicht datest du jemand, der, ja, vielleicht ist ja noch viel pluspoliger als du. Und da merkt man auch, das haut irgendwie auch nicht so richtig hin, so, ne? Sie meinte zu ihm, wenn er diese Beziehung jetzt braucht, soll er sich austoben, sie möchte keine Scheidung und könne im Anschluss dann wieder, könne er wieder zu ihr kommen. Ich meine, ich kenne jetzt deine Frau nicht, aber das erinnert mich sofort an so schwierige Beziehungen, die ich hatte, oder eine vor allen Dingen. Ich habe auch mal sowas gehört, dann so in diesem Auflösungsprozess der Beziehung, ja, dann wir können auch schon neue suchen und wir können uns doch auch noch treffen zwischendurch, ist doch alles egal und das ist so super irritierend. Das ist, also man weiß gar nicht, wie man das einordnen soll, das heißt ja auch irgendwie, ist mir auch egal, dass du jemand Neues hast und irgendwie will ich dich aber auch nicht aus meinen Fängen lassen und ja, aber da ist da, ich frag dich, ist da Platz für dich? Also ich finde, man muss man jetzt nicht sofort weglaufen, aber da muss man eigentlich sagen, ja, also ich gebe dir jetzt noch mal 1-2 Monate und dann
musst da mal Zug rein und da musst du auch mal echt ein ernstes Wörtlich mit ihm reden, muss man sagen, so geht es nicht, ne? Also entweder du gibst jetzt unserer Beziehung Raum und du machst mich auch irgendwo zu einer Priorität, also jetzt nicht, dass man keiner seine Kinder mehr lieben, aber so Ordnung der Liebe nach Hellinger mäßig, also nicht, dass ich ein Hellinger-Fan wäre, überhaupt nicht, aber das finde ich ein ganz gutes Konzept, also es gibt halt so, die Paarbeziehung muss halt auf so einer gewissen Ebene, muss sie halt so oben stehen, ne? Und das passiert hier halt nicht, ne? Die Ex und die Kinder stehen oben und dann kommt diese Unruhe rein, ne? Er erklärte mir immer wieder, dass er mit der Beziehung komplett durch ist und dass selbst wenn wir beides miteinander nicht schaffen würden, er nie wieder zu seiner Frau zurückgehen würde, da er sie mittlerweile für eine Sternchen, Sternchen, Sternchen hält. Mein eigener Standard wäre es allerdings, dass er jetzt mit zügigen Schritten Richtung Scheidungsantrag geht. Ja, es ist einfach schwierig. Ne? Er argumentiert mit finanziellen Aspekten, dass es eine sehr teure Angelegenheit für ihn werden wird und dass manchmal erst erstmal überlegen muss, wie er alle diesbezüglich zu klärenden Dinge handhaben will und kann. Ja, und das ist sein gutes Recht und das kann auch sein, dass das super kompliziert ist. Ne? Also ich weiß nicht, vielleicht ist er selbstständig und wenn sie scheiden, dann kriegt sie die ideelle Hälfte der Firma und er muss sie auszahlen, kann er nicht. Also ich spinne jetzt nur einfach mal so rum, was da alles. Es gibt tatsächlich manchmal Gründe, warum Menschen sich nicht sofort scheiden lassen, weil es einfach Chaos bedeutet. Aber das Hauptproblem ist, dass er im Kopf auch nicht frei ist, scheinbar so richtig, ne? Und ich denke, du pochst jetzt auf diese Scheidung, weil aber eigentlich geht es um was anderes, dass er sagt, hey, du bist hier meine Nummer eins und kriegst hier einen ordentlichen Platz in meinem Leben und das findet halt nicht statt, so, ne? Wenn das stattfinden würde, dann könnte die Scheidung vielleicht auch ein bisschen später sein. Kann natürlich auch sein, dass er es doch irgendwie hinhält, aber das ist wirklich, muss wirklich sagen, bei so mit Kindern und Scheidungen und Finanzen, da guckst du auch von außen irgendwie nicht so richtig rein, da kann man einfach nur sagen, ja, offensichtlich bist du noch nicht so weit, ne? Ich möge ihm dahingehend bitte keinen Druck machen. Ja. Ich denke, da wirst du auch nicht viel Land gewinnen, weil wenn er das gerade nicht fühlt, wird das auch nicht machen. Nur einmal, ich finde es eigentlich gut, dass du es angesprochen hast. Ne? Aber ja, hat auf jeden Fall nicht so richtig geklappt. Wie so häufig, Leute. Gut, ich mache ich nicht, jedoch habe ich klar geäußert, dass es für mich in der Liebe nur eine Chance gibt, wie Hemmsche immer sagt, genau. Finde ich gut. Und mein Standard ist es, ein Commitment von ihm zu haben, dass wir zusammen Mittel und Wege finden, uns öfter zu sehen und weiterhin als Paar in einen neuen Lebensabschnitt zu starten. Genau so, hundertprozentig richtig. Ich stehe als Verlustängster vor einer sehr schwierigen Zeit mit all dem Gepäck auf seiner Seite. Ja, aber genau, es geht ja auch um Trennungskompetenz und wie übt man Trennungskompetenz, ja, indem man, wenn der Zeitpunkt da ist, der ist ja schon mal noch nicht da, sich einfach furchtlos trennt und sagt, ja, da wird schon jemand Neues wiederkommen. Oder die Beziehung, dass du deine Erwartungen eben runter. Aber ich glaube, das kannst du nicht, aber, oder willst du nicht, kannst du natürlich deine Erwartungen auch völlig runterschreiben an diese Beziehung so, ne? Ja, gut, ich lese mal weiter. Oft können wir uns die ganze Woche nicht sehen und am Wochenende hat er auch noch Bereitschaftsdienst. Außerdem wohnt er ja ziemlich weit von mir entfernt, alles nicht so einfach. Bei mir ist alles Schiko, Kind erwachsen, keine Altlasten. Ein Mann könnte sich sozusagen ins gemachte Nest setzen. Auf seiner Seite sind jedoch 100 ungeklärte Dinge zu bearbeiten. Wie ist deine Einschätzung? Gibt es uns eine Chance? Ja, also das kann ich jetzt nicht sagen, ob ihr keine Chance habt, aber ich würde auch sagen, das addiert sich so und ich glaube, je länger man datet und an sich arbeitet, umso mehr denkt man, ey, warum soll ich eigentlich diese ganzen Kompromisse eingehen? Warum? Also der macht sich für seine Ex krumm und du sollst dich für ihn krumm machen. Er macht sich aber nicht für dich krumm so, ne? Und dann hast du die Entfernung, Fernbeziehung, Online-Dating, Sachen nicht geregelt mit der Ex, Bereitschaftsdienst. Hast du dazu wirklich Lust? Musst du wissen, ne? Wie lange würdest du ihm Zeit geben, Nägel mit Köpfen zu machen? Also nach meiner Beziehungserfahrung kann man das immer sehr kurz halten, ne? 1-2 Monate maximal und bis dahin müssen ganz klare Ergebnisse zu sehen sein. Und ja, das mögen, mag das Gegenüber dann nicht, aber warum soll man so Zeit verschwenden, ne? Also muss man ja nicht im bösen Ton sagen oder so, aber einfach sagen, hier, pff, in den nächsten
4 Wochen musst du das und das mal, also völlige Selbstverständlichkeiten müssen mal geregelt sein. Ne, so geht's nicht. Und ja, es führt natürlich häufig dazu, dass es auseinanderfliegt, aber dann ist es ja auch, verschwendest du weniger Zeit, ne? Das ist der ganze Sinn von Standards und Dealbreaker, ne? Wann würde für dich der zeitliche Dealbreaker ansetzen? Ja, das kannst letztlich nur du wissen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht, es ist eigentlich geht's hier um, gibt's hier diesen einen Dealbreaker, das kannst eigentlich nur du sagen, ne? Das kannst natürlich du für dich so definieren. Eigentlich haben wir ja hier eine Anhäufung von Standards und Standards, die kann man, darf man ja addieren irgendwo und die addieren sich aber relativ hoch, ne? So, und ja, also ich denke ja immer so, aber das muss jeder selber wissen, also lieber Single sein als in so einer Mucks-Beziehung, aber wir sind halt schon beide sehr ineinander verliebt und möchten das miteinander angehen. Ja, das merkt man irgendwie auch in der E-Mail, dass es jetzt nicht so an das emotionale Wille schon da ist, auch auf seiner Seite. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, das klappt nicht oder so. Also das kann klappen, aber da musst du wieder eine Menge Opfer bringen scheinbar, ne? Und das könnte aber wiederum, das mögen wir ja hier nicht so, ne? Dass hier so viele Opfer mal gebracht werden, so, und vor allem, dass einer die Opfer bringt und der andere nicht. Das würde ich mir heute, also das würde ich mir nicht mehr bieten lassen, so, ne? Dass jemand, weiß ich nicht, so, also mich würde das so fucking, sag ich ganz ehrlich, mich persönlich würde es so fucking anträgern, wenn jemand sich nur um die Ex kreist und alles Mögliche. Und ich soll dann irgendwie hinten anstehen. Es würde mich so aufregen. Hätte es früher aber auch nicht, muss ich auch fairerweise sagen. Aber würde mich heute so aufregen, dass ich denke, nee, sorry. Dann, ich würde dann, glaube ich, sagen, komm. Freundschaft plus. Aber ihr seid verliebt, das ist dann scheiße. Das geht dann eigentlich auch nicht mehr. Ich würde, glaube ich, sagen, komm, könntest du ab und zu treffen und jeder guckt mal weiter. Also, weißt du, das haut einfach nicht hin, ne? Das ist, ich habe auch ein großes Stück Respekt und auch Angst, dass der Berg an Themen, die mit seiner familiären und beruflichen Situation zu tun haben und auch das seltene Sehen uns irgendwann so einengen wird, dass wir vor ziemlichen Problemen stehen. Ja, absolut, sehe ich auch so. Siehst du eine Chance? Das kann ich jetzt nicht so nicht sagen, ne? Ich kann nur sagen, mir wäre es, glaube ich, zu viel, aber ich würde wahrscheinlich auch ein bisschen zögern, wenn ich so verknallt wäre. Aber das sind auch häufig so, wenn man seinen Liebeschip umprogrammiert, sage ich mal, auch wenn man sozusagen dieses co-abhängige Thema abbaut, das ist ja nicht, dass man dann immer nur so auf Narzissten trifft, sondern auch dieses, vielleicht mal eine Beziehung kommt, wo es, ja, ist vielleicht keiner Narzisst oder so, aber wieder so, es geht um jemand anders und nicht um dich so, ne? Und ja, und vielleicht ist das da auch schon wieder ein Spiegel, dass so, deswegen finde ich diese Idee, da Grenzen zu setzen, die er ja nicht, er setzt ja nicht, also du musst es ja nur machen, weil er es nicht macht, ne? Grenzen setzen, Forderungen stellen und auch nicht zu nett sein, wäre, glaube ich, der richtige Weg. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.